Zack, 5038. Naja, ich würde aber trotzdem noch ein bisschen weiter farmen. Hopp. Gucken jetzt erstmal, ob das Land kaufen geht. Ah, okay. Nein. Okay, also ich habe jetzt doch quasi wie eine Flagge gekriegt. Die kann ich jetzt aufstellen. Oder zumindest daneben direkt. Dann setze ich nämlich die Flagge erstmal in die Kapelle. Bin mal gespannt, wie das funktioniert. Also Flag. wie gesagt. Construct. Setup Territory. Germanie. Name. DDR. Urbo. Spanien. Wie gesagt, Setup. hier, da der Eno 50 Remote, wo ist sie Meter. denn? Oh. Oh, jo. Fällt gar nicht auf. Ach, Sehen, das kann ich hier aber nicht jetzt. Du kannst Ah. meine Fahne nicht sehen? Ach da, jetzt sehe ich den Und ist die Fahrer. jetzt mit 1 oder wie? 1? Wie baue ich die denn jetzt? Kann ich dir ganz genau sagen. Weiß ich Hallo? nicht. Leertaste? Ah, da hat sich was bewegt. Oh ja, Leertaste. Da weht die deutsche Flagge. Bin ich mal gespannt. Ja, wie gesagt, wenn mir einer mal irgendwas zu trinken hinschmeißen könnte, das wäre So, äußerst. ich räume. Holz abbauen geht. So, Upgrade. Wie kann ich denn upgraden? New Level 1 von 10, 15 Meter Radius. Respect 4. Ich Alter. glaube, für 5000. Ich glaube, du kannst dann deinen Radius upgraden, indem du, also du kannst die Flagge upgraden für X. Und der ist kaputt. Besser hier rein. Für X Pop-Tabs. Im Moment sind es 5000 für die nächste Dank. Stufe. Ich weiß nicht, ob es 5000 bleibt, aber kann man ja mal gucken. So, dann bin ich mal gespannt. Also Holz abbauen geht. 16 Stück pro Baum. Hat eine Animation, ey. So in der. Naja. Das sieht ja mal richtig professionell aus. Scheiße, die brauchen ganz schön viel Platz, ey. Aber jetzt schneller als Aha. bei Epoch. So, mal gucken. So, Ich Recipes. hab. Okay, Craft Fireplace, Wood Plank, Workbench. Keine Workbench habe Ahnung. ich schon. Okay, ich mach mal Wood Plank. Ja, brauchst Jetzt. du Workbench für. Da brauch ich die Work praktisch. Ach so, irgendwann ist er auch weg, der Baum. Na, pass mal auf, dann räume ich erstmal mein Zeug hier. Guck mal, kannst du die Darf ich Workbench das setzen? setzen? Ich Guck würde mir gerade. vorstellen, dass du die vielleicht gar nicht setzen darfst, weil. Ist ja Turbotanien. Construct. Nee, no territorial access. Scheiße. Ja, dann pack mal bitte die Sachen in den LKW, dann kann ich mir die da nicht rausnehmen. Oh, bitte lass mich jetzt Dann nicht gleich noch setzen mal. irgendein anderes Werkzeug brauchen. Das wäre richtig. Wusstest du denn? Ich habe sie gerade eingelegt. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Das ist die heilige deutsche Kirche. Workbench. Macht sich doch bestimmt gut hier. Also, Doppelklicke, ganz normal wie in Arma 2 auch. Dann kannst du anstatt auf Build nennt sich das Construct. Dann erscheint das Ding Jo. irgendwo. Kleine Ah. Werkbank. Und mit Leertaste setzt du das einfach ab. Aber Und das dann ist ist das auch praktisch. schon fertig gebaut. Kann ich es move und remove? So. Wenn ich jetzt hier Woodlock, Sipes. Ah, das geht. Ah, okay. Das läuft dann im Prinzip relativ ähnlich wieder. Craft. So, Woodplank. Was kann ich aus einer Woodplank machen? Ach du Kacke. Ja, Wow. nice. Das ist schon mal Kannst einiges. alles draus machen. Erklärt mir mal, was Aber der. Ja, du kannst hier die Sachen nehmen. Du kannst die Workbench auch benutzen. Du kannst hier nur nichts aufstellen. benutzen kann ich alles. Storage Crate, Wood Doorway, Ein Wood Floor. Fenster. Oh, ich bin hier reingebackt in die. Was ist denn Wood Support? Ach, das ist bestimmt eine Stütze für irgendwo. Hier keine Dingens. Foundations. Naja, ich mache jetzt mal so ein
Wood Floor. Wie interagiert er damit? Einfach Inventar aufmachen. Das ist wie bei Arma 2 quasi. Du musst in der Umkreis von so und so sein. So, jetzt habe ich zwei Wood Floor Kits. Wo ist denn eben? Da passiert nichts. Da sagt er mir bloß Boden, Take All oder Combine Max. Was? Gehst in dein Inventar und dann musst du die Woodlocks zum Beispiel doppelklicken, um da Woodplanks draus zu machen. Ach so. Hat jetzt nicht weiter, zeig erstmal alt hier den Off-Roader geschmissen. So, Woodfloor Kit, Vorsicht. Ich weiß nicht, ob man damit Leute erschlagen kann. Construct. Ah, guck mal, seht ihr das oder ist es nur für mich? Sondern... Okay. Also seht ihr das auch? Wo lege ich es denn hin? Ja, hinter der Kirche, wo die freie Fläche ist, würde ich es machen. Nicht hier. Freie Fläche? Nein, hier hinten, hier, wo das ganze Gebüsch ist. Erschlagen kannst du damit schon mal keinen. Wer ist denn jetzt hier? Oh, der Schaden kann ich wirklich keinem. Nee. Ja, aber ist das hier auch eben? Ja, hier ist relativ eben. Gucken wir einfach mal. Ach, ich glaube, der Vorteil hier ist halt einfach. Oh, guck mal, es ist gerade rot. Ich glaube, wenn man es nicht bauen kann, wird es rot. Dann setze ich es mal. Hin? Fertig. Doch, geht. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die sowas wie Snappen haben. Construct. Warte. Snappst du? Irgendwie nicht so richtig, ne? Kann ich hier irgendwas. Kann man mal was essen und trinken? 3. Look at the object you want to snap. Press. Okay, look at the object you want to snap to press space to lock on it and then move your object next to snap point. Press space again to place object. Habe ich das verstanden? So. Mach mal so schnell, wie du gelesen hast. Oh! Nice! Okay. Muss ich mal eben essen und trinken. Aber was hatte ich jetzt gemacht? Das Ding angeguckt und 3 gedrückt. Wo wir von so her kommen sind, rechts oder links der Straße? Links. Also jetzt effektiv rechts. Ja. Also wenn ich das Ding auf Construct habe und den gelbe Form von dem Bauteil quasi habe, kann ich einfach 3 drücken und dann gibt er mir schon scheinbar Snap-Punkte vor. Die muss ich dann nur grob in die Richtung gucken und wenn der leuchtet, drücke ich einfach Leertaste und dann kann ich das Ding wieder mit Leertaste setzen. So. 2x2. Reicht. Wände. Wir brauchen Wände. 16. Ganz schön teuer. Gate, Wood Floor, Wood Wall. Guck mal, halbe Wände kannst du auch craften. So, okay. Was soll die Tür denn nehmen? Dann musst du nachher upgraden. Hier. Hier möchte ich meine Tür haben. Construct. Jetzt auch mit 3. Geht auch mit einer anderen? Probier das erstmal mit 3. So. Zack. Also ich weiß gar nicht, ob ich es gerade schon gesagt hatte, aber das ist wohl das Baumenü ähnlich wie in Arma 2. Du musst hier nicht auf die Physics achten. Also wenn du ein Bauteil irgendwo hinhältst, dann baut der das da in der Luft, dann bleibt es halt schweben. Du musst es nicht wie in Epoch mit einem Gerüst oder... Ey! Warum kann ich es denn nicht... 3? Ja, ich brauche was zum Trinken. Kacke. Kann ich es denn drehen? Weißt du es einer? Q und E geht. So. 3. Snap. Warum ist es jetzt rot? Ah, okay. QE ist ganz normal drehen auch. Ich glaube, es braucht ein bisschen Übung teilweise beim Snappen, weil jetzt gerade hat er mir es irgendwie so halb. Ja. Snappt mir das irgendwie so komisch da an. Ich weiß gar nicht warum. Ich muss sagen, das Bauen geht auf jeden Fall schneller. Du musst halt nicht warten, da läuft kein Timer ab oder so. Das sitzt und dann so Upgrade. Was brauche ich dafür? Don't have Fortification Upgrade. Können wir keine Tür reinbauen oder muss ich mir eine Tür auch craften? Upgraden kannst du irgendwas mit einer Tür. Nee, kann ich nicht. Aber vielleicht kann ich ja. Ja, du musst den Upgrade bauen. Oh, guck mal, ich kann sogar Windows bauen.
Upgrade to wood window, upgrade to wood door, upgrade to wood door, okay. Brauche ich dafür? Wood doorway, it, wood plank, okay. Das ist natürlich jetzt blöd gelaufen. Da können wir direkt mal gucken. Remove. Und jetzt? Ist weg. Ja, aber jetzt habe ich hier wieder so eine Info mit Woodwall Kit. Jetzt. Okay, du kriegst also nichts wieder. Structure remove. Das heißt, ich muss also mir jetzt gleich ein neues. Ja, weg ist weg. Natürlich außer schade. Es liegt irgendwo, wo ich es nicht sehe, aber du kriegst halt scheinbar gar keinen Refund oder irgendwas. So, das heißt, ich crafte mir jetzt quasi so ein Doorway. Und dann fehlen mir Sachen, um. Bei Woodplanks. Hast du Woodplanks im Auto liegen? Was brauchst du? Bei Woodplanks. Gate Kit. Kann ich dir reinlegen, warte. Ja, mach mal bitte. Dann kann ich direkt gucken, ob ich irgendwie so ein Ding ins krieg. Probieren wir direkt mal alles durch. Wood Doorway Kit Recipes. Can I craft this item? Okay, also hier ist zu weit weg von der Workbench. Also ich schätze mal, das ist ähnlich wie bei Arma 2, so Pi mal Daumen 3 Meter. Craft. So, jetzt habe ich auch ein Wood Door Kit. Das heißt, du musst die nicht, also nicht wie im Epoch quasi erst bauen und dann upgraden, sondern brauchst sie direkt geupgradet. Dann die auch schon. Upgrade. You don't have. Ja. Upgrade. Was für ein. Oh, jetzt geht die Tür nach innen auf. So, wenn ich doch jetzt das Ding. Move. I snap. Und jetzt. So, jetzt müsste sie doch eigentlich außen aufgehen. Ja, da ist kein Schloss dran. Also ich schätze mal, du kannst da wahrscheinlich aus dem Store bei Hardware gibt es ja so. Wie heißen die Dinger denn jetzt? Combo-Lock? Irgendwie so, da gibt es ja quasi wie das Tastenfeld von dem Safe, den es bei Arma 2 gab. Ich denke mal, damit kannst du die Tür wahrscheinlich irgendwie upgraden. Mich würde halt interessieren, was dieses Fortification Upgrade ist. Das muss man gleich vielleicht mal gucken. Ich hack jetzt erstmal ein bisschen Holz, ob man dann gleich erstmal ein bisschen was bauen kann. Naja gut, dann schauen wir erstmal, was man hier so alles craften kann. Ein Metalboard kann ich mir vielleicht auch mal rausnehmen. Ich frage mich, ob ich das bis zur Base schaffe. Ne, schaffst du nicht. Sicher? Nein, aber ich glaube, so weit kann man tatsächlich nicht fliegen. Sind jetzt noch auf 162 Meter? Ich glaube, das sieht gar nicht schlecht aus. Das wäre ja göttlich. Ach, ich kann hier, glaube ich, sogar theoretisch halbe Wände setzen und die dann mit einem Upgrade. Oder? Nee. Komisch. Verstehe ich nicht ganz, wo der Unterschied zwischen einem Craft Wood Floor Port und einem Upgrade to Wood Floor Port ist. Gucken wir mal. So, Wood Floor Port. Das wäre natürlich absolut gigantisch, wenn du fresh spawned bist, wenn wir irgendwann hier ein Materiallager, ein Waffenlager haben. Wenn du wirklich mal eine zeitliche Segen ist, was ja nicht ausbleibt. Bis dahin fliege ich, bin fast da. Tatsache. Dass du bis in deine Base segeln kannst. Okay, also hoch und runter ist dasselbe wie in Arma 3 Epoch. Also Bild auf, Bild ab, damit machst du hoch und runter. Bin jetzt mal gespannt, ob da jetzt. Stairs. Jetzt kann ich die da jetzt einfach reinsnippen.
Das sind ja tolle Treppen. Was ist das denn ausgedacht? 100%. Eine Punktlandung, gigantisch. Ich pack mal das ganze Fressen und das Zeug, was ich hab hier in den LKW drin. Also alles, was wir nicht verkaufen wollen. Also merke, wenn ich eine Luke oben ansnappe, ja, und dann die Treppe an die Luke ansnappe, kann ich die Treppe nicht benutzen. So, zwei, Leertaste, ja, gesehen. Leertaste. Manu? Mir wurde gesagt, es snappt ohne Probleme. Warum ist der denn jetzt so gekippt? Ich dachte, das ist egal. Also mit wie hieß er? Quasi die Stütze. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das Ding heißt. Die musst du, glaube ich, bauen für die. An der Tankstelle rechts. Bei der Hauptstraße weiter. Und Floors, damit die vernünftig auflegen können. Weil ohne die Stütze, die ich mir hier gerade gebaut habe, ist mir ja die eine Woodfloor in halb runtergekommen. Das sah dann schon wieder scheiße aus. Mit der Stütze, die ich jetzt Craft Wood Support, also der Wood Support, dem kannst du es vernünftig abstützen, dass, obwohl eigentlich keine Physics da sein sollen, oder obwohl ich gehört habe, dass keine Physics da sein sollen, ist mir der eine Boden gerade halb entgegengekommen beim Basteln. Okay. Mit dem Wood Support halt eben nicht. Und was ich halt auch gut finde, ist, wenn du die Materialien hast, geht das Bauen ruckzuck, weil du quasi das Menü aufmachst und dann einfach nur den Snap-Punkt auswählst und so wie du das mit der Leertaste absetzt, ist das Ding fertig gebaut. Da läuft kein Timer runter, nichts, das ist Anlegen, setzen, Feuer und rumglitschen an der Treppe gibt es aber immer noch. Bin mal gespannt, ob man da mit den Fahrzeugen drauf kommt. Ich habe nämlich gerade so das Gefühl. Ich habe da absolut kein Gefühl für mit den Tasten. Voll ein Schlag oder ja nicht, das ist so totaler. Steckt ein Auto in meinem. Alles klar, das wird so nichts. Das heißt, ich sehe zu, dass ich hier Richtung. Kleine, komme. Oh ja, geil, du hast wieder kleine Steps beim Bauen drin. Du kannst wieder mit Steuerung quasi kleine Steps machen. Ich sehe zu, dass ich jetzt meinen Arsch. So. Komme ich da jetzt hoch oder fahre ich den wieder fest? Ah, guck mal. Zack, schwupps steht die Garage. Jetzt kann ich die nach außen zumachen. So, ein Fahrzeug können wir behalten. Oh! Mach's gut, Bodenplatte. Ah, doch, Tatsache, so ein Gate ist so ein Garagentor. Ah, so rum geht's nicht, oder was? Das ist natürlich. Klingt logisch. Klingt logisch. Outlock 5000. Boah. So. Lock im Inventar. Kann ich hier auf Adlock scrollen? Oh, ich kann meinen Pin sogar selber aussuchen.
So. Moment. Ah, so, guck mal bitte, ob ihr die Tür auch anlocken könnt. Moment. Ich kenne gerade die Wenn du mir Umgebung. den PIN sagst. 7962. Ja, kann ich.